Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Frau Ministerin! Ich möchte zunächst die Gelegenheit nutzen, Ihnen zu sagen, dass es mich sehr freut, dass ich bereits 4 Wochen, nachdem ich jetzt im Amt bin, hier als neue Wehrbeauftragte zu Ihnen sprechen darf. Und ich beginne auch mit einem Dank, nämlich zunächst mit einem ganz herzlichen Dankeschön an die vielen Soldatinnen und Soldaten, die seit Ausbruch der Corona-Pandemie Amtshilfe geleistet haben bei der Eindämmung des Virus. Und für diese großartige Unterstützung ein herzliches Dankeschön. Außerdem danke ich sehr, sehr herzlich den Soldatinnen und Soldaten, die trotz Corona im Inland sowie in den zahlreichen Auslandseinsätzen und einsatzgleichen Verpflichtungen ihren Auftrag erfüllen, ihren Dienst leisten für Frieden und Freiheit und unsere Sicherheit. Und der Dank gilt auch ihren Familien, denn auch sie schultern diese Belastung. Und ein Dank gilt an die zivilen Beschäftigten. Wir beraten heute in erster Lesung den Jahresbericht 2019 des Wehrbeauftragten. Und das ist ein Bericht, sehr geehrter Herr Präsident, Sie haben es eben schon gesagt, der noch aus der Feder meines Vorgängers, Dr. Hans-Peter Bartels, stammt. Auch ihm gilt mein ganz, ganz herzlicher Dank, und zwar nicht nur für diesen Bericht, sondern für seine engagierte Wahrnehmung des Amtes in den vergangenen 5 Jahren. Zu wenig Material, zu wenig Personal, zu viel Bürokratie. Das sind zusammengefasst die bekannten, seit Jahren bestehenden und leider auch weiterhin aktuellen Probleme der Bundeswehr, die der Bericht beschreibt. Seit 2016 mit den sogenannten Trendwenden Personal, Material und Haushalt arbeitet das Bundesministerium der Verteidigung engagiert an einer Verbesserung der Situation. Eine ganze Reihe von Maßnahmen wurden auf den Weg gebracht, aber am Arbeitsalltag der einzelnen Soldatin, des einzelnen Soldaten konnten jedenfalls 2019 noch kaum konkrete Verbesserungen spürbar sein. Ende 2031 soll die Bundeswehr vollständig aufgestellt und ausgerüstet sein. Das ist noch ein langer Weg. Und das beginnt mit dem Personal. 2025 soll das Plan soll erreicht werden von 203.000 Soldatinnen und Soldaten. Und auch das ist ein langer Zeitraum. Im Jahr 2089 waren es 184.000 aktive Soldatinnen und Soldaten. Wenn wir uns vergegenwärtigen, vor welchen Aufgaben die Bundeswehr steht und die seit 2014 auch verdoppelt wurden. Neben den mandatierten Auslandseinsätzen der Bündnisverteidigung in Europa bekommt die Landes- und Bündnisverteidigung wieder eine größere Bedeutung. Und bei dieser Aufgabenfülle wiegt es schwer, meine Damen und Herren Abgeordnete, wenn 20.000 Dienstposten oberhalb der Mannschaftsebene nach wie vor nicht besetzt waren und auch die Neueinstellungen keine signifikante Steigerung bewirken konnten. Und die Bundeswehr wird älter, Schritt für Schritt. 2009 betrug das Durchschnittsalter des militärischen Personals 32,3 Jahre. Und deswegen sage ich hier sehr deutlich, und das zeigt der Bericht auch, dass es wichtig ist, dass die Bundeswehr sich als attraktiver Arbeitgeber präsentiert und als solcher wahrgenommen wird. Denn das ist sie. Sie ist einer der größten Arbeitgeber und auch einer der größten Ausbildungs- und Bildungsanbieter mit 260 Bildungs- und Berufsabschlüssen. Und es hat mich sehr gefreut, jüngst zu lesen, dass sie bei Schülerinnen und Schülern auf Platz 2 der Beliebtheit ist. Auch das ist ein gutes Signal. Der Anteil von Frauen in der Bundeswehr ist gestiegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, auf 12,3%, langsam, aber stetig. Und ich möchte hier hervorheben, dass es wichtig ist, dass Frauen im gesamten Spektrum der Bundeswehr sind, in allen Teilstreitkräften, in Führungspositionen und auch bei den Spezialkräften. Und da ist noch Nachholbedarf. Die Bundeswehr ist nach wie vor eine Pendlerarmee. Im Durchschnitt nimmt jede Soldatin und jeder Soldat täglich eine Fahrstrecke von 121 Kilometern zwischen Dienst und Wohnort auf sich. Es gibt viele gute Ansätze. Auch das möchte ich ganz ausdrücklich loben, Frau Ministerin, diese Härten zu beseitigen. Und dazu gehört auch, und das finde ich ganz wunderbar, Frau Doktor, darf ich Sie kurz unterbrechen? Ich halte Ihre Redezeit auch an, weil mir berichtet worden ist, dass draußen in der Lobby AfD-Abgeordnete andere Abgeordnete dabei filmen, wie sie ihre Karten einwerfen. Ich bitte die parlamentarische Spitze der AfD-Fraktion darauf hinzuwirken, dass das unterlassen wird. Und die Kolleginnen und Kollegen können mich auch außerhalb des Saales in der Lobby hören. Ich weise die Kolleginnen und Kollegen der AfD darauf hin, dass ich von Ordnungsmaßnahmen Gebrauch machen werde, wenn das nicht unterlassen wird.
Entschuldigung, Frau Lücke-Höhl, Sie haben das Wort. Das Stichwort war Pendeln. Und ich wollte hervorheben, dass das kostenfreie Bahnfahren eine wirklich sehr gute Maßnahme ist und vor allen Dingen auch zur Sichtbarkeit der Truppe im Alltag führt. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ist etwas, was in dem Bericht deutlich dargestellt wird, aber auch mir schon bei meinen Gesprächen überall vorgetragen wurde. Und zwar nicht nur von jungen Frauen, sondern auch und insbesondere von jungen Männern, denn sie wollen alle ihr Leben partnerschaftlich gestalten und ihre Familie mit ihrem Dienst vereinbaren. Und hier muss die Bundeswehr noch besser werden, und das betrifft vor allen Dingen, das wurde mir auch vorgetragen, die Planbarkeit. Wir kommen zum Thema Ausrüstung. Die Lücken sind nach wie vor groß. Das ist nicht akzeptabel. Es gilt der Grundsatz, übe, wie du kämpfst. Dieser Leitsatz ist die Basis für einen erfolgreichen Einsatz. Und während wir feststellen müssen, dass die Belastung der Bundeswehr hoch ist, warten die Soldatinnen und Soldaten nach wie vor auf eine spürbare Verbesserung ihres Dienstes. Und deswegen ist es ganz dringend erforderlich, dass die materielle Einsatzbereitschaft deutlich erhöht wird. Hier gibt es 2019 noch nicht ausreichend signifikante Fortschritte. Denn fehlende oder nicht einsatzfähige Fahrzeuge, Hubschrauber, Schiffe, fehlende Werkzeuge, unzureichende Ausrüstung, das ist leider der häufige Grund für die berechtigte Unzufriedenheit von Soldatinnen und Soldaten. Und auch die Infrastruktur muss besser werden. Ausstattung mit WLAN, Betten, Spinde, genügend Unterkünfte, Sporthallen und Schwimmbäder. Für diese Aufgaben muss die Bundeswehr natürlich finanziell ausreichend ausgestattet sein, aber nicht immer liegt es am Geld, sondern an der Bürokratie. Und so steht es auch in diesem Jahresbericht wieder, wie schon vorher, vieles dauert viel zu lange. Es ist wirklich unverständlich, wenn es bei Beschaffungen lange dauert, selbst bei kleinen Ausrüstungsgegenständen wie Schutzwesten, Gehörschutz, Rucksäcke. Und deswegen müssen die Strukturen und Prozesse bei der Beschaffung dringend verbessert werden. Das alles hängt miteinander zusammen, und jetzt komme ich zum Thema innere Führung, weil das natürlich eine Verbindung hat, Material, Arbeitsbedingungen und auch die innere Führung. 2007 hatte das Verteidigungsministerium das Projekt gestartet, Innere Führung heute, und in zahlreichen Workshops wurde schonungslos die Lage analysiert, wurden auch viele Reformvorschläge erarbeitet, und das, sehr geehrte Frau Ministerin, das gilt es jetzt auch umzusetzen und auf den Weg zu bringen. Die für militärische Auftragserfüllung verantwortlich sind, diejenigen brauchen mehr Kompetenzen und mehr Ressourcenverantwortung. Und da komme ich zu einem aktuellen Thema, denn für dieses Prinzip der inneren Führung und Verantwortungswahrnehmung steht auch ganz deutlich der offene Brief des Kommandeurs des KSK, Brigadegeneral Kreitmeier, den er anlässlich rechtsextremer Verdachtsfälle in seinem Verband verfasst hat. Ein solches Vorgehen eines Kommandeurs ist vorbildlich und gelebte innere Führung. Ich werde nächste Woche in Calw sein und mich vor Ort informieren und mit den Soldatinnen und Soldaten unterhalten. Und mir ist eins sehr wichtig, was ich hier heute auch noch einmal deutlich zum Ausdruck bringen möchte. Es gibt und darf es nicht geben, keinen Generalverdacht, weder gegenüber dem KSK noch gegenüber der gesamten Bundeswehr. Und, meine Damen und Herren, das ist keine Floskel, sondern es ist mein fester Standpunkt, und das sollte auch unsere Herangehensweise sein. Denn die Mehrheit der Soldatinnen und Soldaten, die klare, absolute Mehrheit, übt jeden Tag sehr verantwortungsvoll ihren Dienst aus für unser Land, unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat. Und sie müssen wir stärken. Rechtsextremismus hat in der Bundeswehr keinen Platz, und es widerspricht Ehre und Kameradschaft. Deswegen muss aufgeklärt werden, muss gründlich ermittelt werden. Es müssen Reformvorschläge auf den Weg gebracht werden. Und ich begrüße sehr, dass Sie, Frau Ministerin, die Arbeitsgruppe ins Leben gerufen haben, die genau diesen Auftrag hat. Und es ist auch zu begrüßen, meine Damen und Herren, und das geht auf den Wehrbeauftragten zurück, das war eine Anregung meines Vorgängers, dass das BAMAT jetzt auch einen Jahresbericht veröffentlicht. Das war überfällig und ist ein wichtiger Beitrag. Ich komme zum Fazit, zu den Schlussfolgerungen. Es gab im Berichtsjahr 2019 eine ganze Reihe von Verbesserungen für Soldatinnen und Soldaten. Das Positive muss auch hervorgehoben werden und soll es auch, rechtlich, sozial und finanziell. Aber es bleiben auch viele Sorgen. Einsatzbelastung, Ausrüstung, Arbeitszeitfragen, das Pendeln und die Planbarkeit, darüber sprach ich. Die Zahl der bearbeiteten Vorgänge ist im Berichtsjahr leicht zurückgegangen. Es sind 3.835. Die persönlichen Eingaben liegen bei 2.459. Nicht immer kann Abhilfe geschaffen werden. Nicht alle Probleme können gelöst werden. Aber ich habe schon gesehen, in vielen Fällen
helfen Erklärungen und kritisches Nachfragen, um zu Lösungen zu kommen. Und ich möchte hervorheben, dass es eine ganze Reihe von Verbesserungen gibt, die auf Anregungen und Beharrlichkeit des Wehrbeauftragten und ganz konkret meines Vorgängers Dr. Hans-Peter Bartels zurückgehen und dank seines Engagements erreicht werden könnte. Nur beispielhaft, keine abschließende Aufzählung, nenne ich die Beschaffung von Schutzwesten, das sogenannte Handgeld für Beschaffung, die Mandatierung der Mission Gazelle und die jüdische Militärseelsorge. Die Corona-Pandemie wird uns sicherlich noch eine ganze Weile beschäftigen, und ich werde sorgfältig darauf achten, dass einerseits der Schutz der Soldatinnen und Soldaten gewährleistet wird und gleichzeitig aber auch die Grundrechtseinschränkungen verhältnismäßig sind. Der Bericht schreibt, wie wichtig die zahlreichen Gespräche und Eingaben sind. Sie sind eine gute Grundlage dafür, an den Problemen zu arbeiten und an Lösungen zu arbeiten, Missstände aufzuzeigen und sich darum zu kümmern. Und meine Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete, auf dieser Basis werde auch ich das Amt ausüben und mit auf der Basis der Eingaben und der vielen Gespräche mich mit meiner ganzen Kraft kümmern. Und ganz zum Schluss danke ich noch einmal, ich danke ganz herzlich all denjenigen, die zum Jahresbericht beigetragen haben, vor allen Dingen noch einmal den Soldatinnen und Soldaten. Und ich danke ganz, ganz herzlich den Kolleginnen und Kollegen im Amt der Wehrbeauftragten für ihr Engagement an dieser Stelle. Vielen Dank. Sagt die neue Wehrbeauftragte Eva Högel. Sie hat ihr Bundestagsmandat natürlich niedergelegt, denn der Wehrbeauftragte hat eine besondere Stellung, die ist im Grundgesetz schon vorgesehen. Nicht bei uns hier im Haus. Offensichtlich scheint das Demonstrationsgeschehen in Berlin die Erreichbarkeit des Reichstages vor erhebliche Probleme zu stellen. Das ist vielleicht für diejenigen auch interessant, die den Reichstag verlassen wollen zu gegebener Zeit. Richten Sie sich darauf ein, dass es etwas schwieriger wird, als das vorher vielleicht gedacht war. Nächste Rednerin, das erklärt auch, warum wir Hans-Peter Bartels, obwohl Kubicki ihn gewürdigt hat, hier nicht gesehen haben auf der Tribüne. Alle gingen eigentlich davon aus. Aber jetzt die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte. Ich möchte mich an dieser Stelle, auch wenn er jetzt heute nicht hier ist, ganz herzlich beim Vorgänger von Ihnen, Frau Högel, bedanken für seine Arbeit, die er in den Jahren im Interesse und für die Männer und Frauen in der Bundeswehr geleistet hat, für seinen Bericht, der ja heute von Ihnen auch mit vorgestellt worden ist. Und ich möchte mich bei Ihnen, Frau Högel, ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie seit der Übernahme des Amtes so engagiert in die Bundeswehr eingestiegen sind, dass Sie uns auch jetzt mit Rat und Tat zur Seite stehen, wo es darum geht, ein großes Problem in der Bundeswehr, und ich will das an dieser Stelle auch noch einmal deutlich sagen, ein großes Problem aufzuklären und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und zwar genau deshalb, weil es in dieser Bundeswehr und gegen die Soldatinnen und Soldaten, gegen die überwiegende Mehrheit, keinen Generalverdacht gibt und keinen Generalverdacht geben wird. Und deswegen sind wir es gerade diesen Soldatinnen und Soldaten, diesen Männern und Frauen, die ohne Zweifel auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, die ohne Zweifel, ohne Wenn und Aber für die Werte dieses Grundgesetzes eintreten, denen gegenüber sind wir es schuldig, dass all diejenigen, die das nicht tun, in der Bundeswehr erkannt werden, dass sie dort, wo es geht, aus der Bundeswehr entfernt werden und dass wir alle Rahmenbedingungen, die ein solches Verhalten begünstigen, abstellen. Das ist die Aufgabe, die wir haben, und dieser Aufgabe stellt sich auch das Ministerium. Ich habe Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor wenigen Tagen im Verteidigungsausschuss den gegenwärtigen Stand der Ermittlungen und der Arbeiten in der von der Wehrbeauftragten genannten Arbeitsgruppe vorgestellt. Ich gehe davon aus, und das ist das feste Ziel, dass wir noch in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause die Arbeitsergebnisse auf dem Tisch haben werden. Und das gilt auch, ich will das an dieser Stelle aus aktuellem Anlass ansprechen, das gilt auch für den bekannt gewordenen Fall eines Mitarbeiters des MAD, der Informationen weitergegeben hat. Er ist mittlerweile suspendiert, die Strafanzeige ist gestellt, die disziplinaren Vorermittlungen laufen, und auch hier
werden wir nicht nur den Einzelfall betrachten, sondern auch hier werden wir uns anschauen, ob es möglicherweise weitergehende Verbindungen dazu gibt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist deshalb wichtig, weil die Männer und Frauen der Bundeswehr darauf angewiesen sind, dass sie Rückhalt haben, dass sie akzeptiert werden. Rückhalt nicht nur hier im Bundestag. Sie sind eine Parlamentsarmee. Und diese Parlamentsarmee braucht den Rückhalt des Bundestages. Sie braucht ihn dann, wenn sie weiß, dass sie in Einsätze geht. Deswegen ist es gut und richtig, dass wir das Mandat, dass wir das Verfahren der Mandatierung haben. Sie braucht ihn dann, wenn es darum geht, auch als Haushaltsgesetzgeber die Weichen so zu stellen, dass Punkte, die im Bericht des Wehrbeauftragten und der Wehrbeauftragten zu Recht kritisch angesprochen worden sind, nämlich die Frage der Ausstattung und der Ausrüstung, der Einsatzfähigkeit, der Einsatzbereitschaft, dass diese Mängel auch entsprechend abgestellt werden können. Und sie braucht, und alle Aufrechten der Bundeswehr, braucht auch in den nächsten Wochen die Unterstützung des Bundestages, wenn es darum geht, die geplanten Änderungen im Soldatenrecht zügig zu beraten und umzusetzen, damit wir nämlich all diejenigen, von denen ich eben gesprochen habe, auch wenn sie länger in der Bundeswehr sind, nämlich bis ins achte Jahr hinein, aus der Bundeswehr entfernen können, wenn dies der Anlass gebietet. Hier bitte ich Sie ganz herzlich um Ihre Unterstützung und um Ihr Mittun. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist eben der Bereich innere Führung angesprochen worden. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr wesentlicher Teil auch des Berichtes der Wehrbeauftragten. Denn ja, wir können Soldatinnen und Soldaten ausbilden. Wir können ihnen die neuesten Dinge mitgeben. Aber die entscheidende Frage für die Bundeswehr als Ganzes und für jeden einzelnen Soldat und für jede einzelne Soldatin ist die Frage der Haltung. Und nur wenn die Soldatinnen und Soldaten die richtige Haltung, nämlich die, die auf dem Grundgesetz fußt und die Werte dieses Grundgesetzes auch wirklich nach außen ausdrückt, nur wenn das der Fall ist, dann ist die Bundeswehr auch in Zukunft eine Bundeswehr aus der Mitte der Gesellschaft, eine Armee, die in dieser Gesellschaft ihren Rückhalt und ihre Akzeptanz hat. Und deswegen wollen wir insbesondere die Maßnahmen, die im Bereich der inneren Führung auch als Reformen aufgesetzt worden sind, weiter vorantreiben. Manches davon, was im Wehrbericht, im Bericht des Wehrbeauftragten angesprochen worden ist, manches davon haben wir schon in die Umsetzung hineingegeben. Etwa das Handgeld für die Kommandeure. Aber anderes wartet noch auf eine Umsetzung. Und wir haben hier eine große Aufgabe vor uns. Und diese Aufgabe muss schneller und muss mit mehr Dynamik umgesetzt werden, als das bisher der Fall war. Der Jahresbericht der Wehrbeauftragten ist auf der einen Stelle ein Bericht, der deutlich macht, wo wir praktische Mängel sehen. Er spiegelt wider, wo sich Soldatinnen und Soldaten an die Wehrbeauftragte als Institution wenden, wo sie ihre eigenen Beschwerden und Besorgnisse haben. Und er spiegelt wider, wo wir strukturelle Probleme haben. Und bei den Einzelfällen ist ein ganz bestimmter Fall hier vor kurzem bei meiner Regierungsbefragung im Januar angesprochen worden von der Abgeordneten Ulla Schmidt. Sie haben damals aufgebracht, dass ein Stabsoffizier in unsäglicher Weise behinderte Menschen vor der Truppe herabgewürdigt hat. Diesen Fall haben wir aufgegriffen, haben Ihnen einen ausführlichen Brief dazu geschrieben. Ich will hier an dieser Stelle ganz deutlich sagen, der Pflichtverstoß dieses Soldaten war eklatant. Und dieser Fall wurde richtigerweise und der Schwere des Vergehens entsprechend dem Truppendienstgericht vorgelegt. Die getroffene richterliche Entscheidung zu bewerten, steht mir als Verteidigungsministerin nicht zu. Jenseits des Disziplinarverfahrens aber wurde nicht schnell und nicht konsequent genug gehandelt. Wir haben uns darum gekümmert und wir haben sichergestellt, dass wer als Vorgesetzter die Menschenwürde nicht achtet,
kann nicht in Führungsfunktionen eingesetzt werden. Und das ist in diesem Fall auch so verfügt worden. Auch hier sehen wir, dass Dinge, die im Bericht aufgegriffen werden, uns helfen, in der Bundeswehr insgesamt besser zu werden. Und deswegen ist dieser Bericht notwendig. Und deswegen bin ich für diese Hinweise auch dankbar. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht aber auch um strukturelle Fragen. Es geht um grundlegende Anregungen und Anstöße, die wir aufnehmen. Zum Beispiel, indem wir die Bausteine unseres Engagements in der Sahelzone mit der neuen Mandatierung besser zusammensetzen, um unser Ausbildungsengagement in Niger dabei mit berücksichtigen zu können. Völlig zu Recht pocht die Wehrbeauftragte auf die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Programm Innere Führung heute. Das habe ich eben schon erwähnt. Was aber besonders drückend ist und was angemahnt ist in dem Bericht, ist, dass die Modernisierung der Bundeswehr schneller in der Truppe ankommen muss. Deswegen haben wir Anfang dieses Jahres die Initiative Einsatzbereitschaft ins Leben gerufen. Erste Maßnahmen und Auswirkungen können Sie dem Bericht zur Einsatzbereitschaft entnehmen. Der Generalinspekteur hat ihn gerade vorgelegt. Ich bin sehr stolz darauf, was unsere Männer und Frauen leisten, insbesondere in Zeiten von Corona. Sie stellen die Landes- und Bündnisverteidigung sicher. Sie sind treue Alliierte und Gefährten in den internationalen Missionen. Und sie helfen in Corona ganz aktuell und unbürokratisch bei den Vorfällen, die wir rund im Gütersloh, rund um die Schlachthöfe und die Fleischfabriken dort erleben. Das heißt, wir können uns, die Bürgerinnen und Bürger können sich auf die Bundeswehr, können sich auf ihre Soldatinnen und Soldaten verlassen. Ich darf mich herzlich für die Unterstützung für unsere Männer und Frauen bedanken, die Sie ihnen gewähren. Und ich darf mich herzlich bei der Wehrbeauftragten bedanken für ihre Arbeit und für den Bericht. Denn dieser Bericht hilft uns dabei, dass die Bundeswehr noch besser wird, als sie es schon ist. Herzlichen Dank. Und Annegret Kramp-Karrenbauer hat genau wie die Wehrbeauftragte gesagt, es gibt keinen Generalverdacht gegenüber der Bundeswehr, wenn es um rechtsextremistische Strukturen geht, denn die KSK, die Eliteeinheit, ist ja vor allem in den Fokus geraten. Ein Soldat mit rechter Gesinnung hatte Waffen und Sprengstoff gehortet. Der Spiegel hatte über ein vorliegendes Schreiben eines KSK-Hauptmanns berichtet, in dem dieser angab, ja, rechte Umtriebe würden geduldet und teilweise wissentlich vertuscht. Deswegen wird das Ganze untersucht im Moment, aber wie gesagt, kein Generalverdacht. Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Bericht des Wehrbeauftragten fand und findet zunehmend mehr Beachtung. Das ist sicherlich auch ein Verdienst des letzten Wehrbeauftragten. Und auch wenn es für viele gefährlich ist, Zustimmung von der AfD zu bekommen, darf ich wohl sagen, dass wir die Arbeit von Herrn Dr. Bartels geschätzt haben, wesentlich mehr offenbar als seine eigene Partei. Herr Dr. Bartels hat Ihnen, Frau Wehrbeauftragte, große Fußstapfen hinterlassen. Trotzdem er SPDler war, hat er die für sein Amt unbedingt notwendige Neutralität stets über Parteizugehörigkeit oder Ideologie gestellt. Ich hoffe, Frau Dr. Högel, dass das auch Ihr Anspruch ist, dass auch Sie Ihr Amt als Anwalt der Soldaten verstehen und zum Wohle der Truppe nicht im allgemeinen und undifferenzierten Rausch vom Kampf gegen rechts auch gegen die Bundeswehr anheimfallen. Denn leider erleben wir ganz aktuell, dass es scheinbar nur noch ein Thema im Zusammenhang mit der Bundeswehr gibt, den Vorwurf des Rechtsextremismus. Das ist zwar ein Trend unserer Tage, zumal sich damit prima von den freiheitsfeindlichen linken Tendenzen in der Politik Deutschlands und der EU ablenken lässt. Er wird aber unserer Bundeswehr und unseren Soldaten nicht gerecht. Überlassen Sie daher kritisch den richtigen und notwendigen Kampf gegen jeglichen Extremismus in der Bundeswehr den zuständigen Stellen. Schützen Sie vielmehr unsere Soldaten vor unzulässigen Verdächtigungen von innen wie außen. Verhindern Sie, dass im unangemessenen Überschwung Unschuldige getroffen werden. Die Werbe, mit der Sie in diesem Zusammenhang bereits vorgetragen haben, hat mich überrascht und lässt mich im Sinne der Soldaten hoffen. Gerne werden wir Sie aufmerksam hierbei begleiten. Man muss es sagen, in weiten Teilen der Truppe ist die Stimmung bescheiden. Trotzdem leistet sie weiter treu ihren Dienst. Ohne ins Detail zu gehen, finden sich viele Gründe hierfür im Bericht. Die jüngsten Entwicklungen sorgen aber zusätzlich bei vielen Soldaten für weitere Demotivierung. War es in der Vergangenheit meist so, dass man sich besser nicht so laut über Mängel und Missstände äußerte, Einschränkungen oder gar unklar meldete, kommt jetzt das Gefühl dazu, eine Art Hexenjagd von Linken und ihren Erfüllungsgehilfen ausgeliefert zu sein, seine Meinungen und Überzeugungen nicht mehr frei äußern zu können, jedes Wort auf die Goldwaage legen zu müssen.
Alte Ostkameraden befürchten hier gerade eine Entwicklung hin zu Verhältnissen wie in der DDR. So weit ist es zum Glück noch nicht, aber wehret den Anfängen. Denn Gesinnungsdiktatur, einseitige politische Indoktrinierung, Politoffiziere, Bestrafung von zulässigen, aber nicht den Vorgaben entsprechenden Ansichten, wie im National- oder Realsozialismus, darf es in den Streitkräften Deutschlands nie wieder geben. Unsere Soldaten versehen ihren Dienst, weil sie freie Bürger in einem freien Land sind und das auch bleiben wollen. Dazu gehört aber auch die freie Meinung, solange sie sich innerhalb der Grenzen unserer FDGO bewegt und die unbeeinflusste Teilhabe an unserer Parteiendemokratie. Lese ich aber den Brief des Kommandeurs KSK an die Truppe, steht dort sinngemäß: Ein Soldat, der nicht jederzeit und überall aktiv für die Verfassung eintritt, wer gar mit dem rechten Spektrum sympathisiert, der sei kein Kamerad, der solle gehen oder er werde gesucht und entfernt werden. In der Sache kann es keine zwei Meinungen geben, denn jedwede Extremisten, egal welcher Couleur, haben in der Bundeswehr nichts zu suchen, ganz klar. Mit seinen undifferenzierten Formulierungen schießt der Kommandeur KSK aber über das Ziel hinaus. Und das immerhin mit voller Unterstützung der Verteidigungsministerin. Denn zum einen frage ich mich, wer soll denn dann noch Soldat werden, gar Kommandosoldat? Der politisch korrekte linke Politaktivist? Denn links und rechts sind Richtungen. Die Mitte hingegen ist per Definition ein Punkt. Und nicht die von so vielen hier herbeigeredete kulturlose Wohlfühlzone der selbsterklärten Guten. Nimmt man also das meines Erachtens überholte klassische politische Schema hervor, hätte niemand im Spektrum rechts vom Punkt der Mitte noch etwas in den Streitkräften zu suchen. Ich bin mir sicher, das würde sogar in der heutigen CDU oder sogar in der FDP noch einige treffen. Die Herausforderung, unter Linken Nachwuchs für die Bundeswehr zu rekrutieren, möchte ich mir gar nicht erst ausmalen. Zum anderen frage ich mich, wie ernst denn § 15 Soldatengesetz Absatz 4 genommen wird, in dem steht, ein Soldat darf als Vorgesetzter seine Untergebenen nicht für oder gegen eine politische Meinung beeinflussen. Viel eindeutiger als im vorliegenden Fall kann eine Beeinflussung zum Nachteil einer politischen Meinung wohl kaum sein. Frau Wehrbeauftragte, ich bin gespannt, wie Sie damit umgehen, wenn diesbezüglich eine Eingabe an Sie erfolgt. Herr Kollege, darf ich Sie bitte kurz unterbrechen? Es tut mir leid, aber ich muss jetzt meinen Pflichten nachkommen. Ich unterbreche kurz die Aussprache und komme zurück zu Tagesordnungspunkt 27b. Die Zeit für die namentliche Abstimmung ist gleich vorbei. Es handelt sich noch um genau 50 Sekunden. Deshalb frage ich, ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend im Saal oder in der Lobby, das seine Stimme noch nicht abgegeben hat? Es läuft noch einer, immerhin. Aus der AfD-Fraktion. Sehr schön. Gut. Bei meinen Leuten wundert mich das nicht, um das mal so zu sagen. Immerhin. Ist die Stimme in der Lobby abgegeben worden? Das ist der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung in genau 20 Sekunden. Das ist eine namentliche Abstimmung aus der Debatte vorher. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie diese Debatte nicht verfolgt haben. Der letzte Tagesordnungspunkt, da ging es um zwei AfD-Anträge. Einer davon wurde namentlich abgestimmt. Das Ganze findet nach wie vor nicht im Plenarsaal statt, sondern in der Lobby des Reichstages aus Platzgründen, Corona-bedingten Abstandsgründen. Und deswegen war die Abstimmung hier eine gute halbe Stunde geöffnet. Sie haben das Wort. Wie gesagt, Frau Wehrbeauftragte, ich bin gespannt, wie Sie damit umgehen, wenn Sie diesbezüglich eine Eingabe erhalten. Ich hoffe, Sie schaffen es, sich von Ihrer bisherigen, wie bei uns allen, ideologischen und politischen Orientierung zu emanzipieren, im Sinne Ihres Amtes, im Sinne der Gesetze und besonders im Sinne unserer Soldaten. Dass die Soldaten, die in der Bundeswehr ihrem Land, also allen Deutschen in diesem Sinne dienen, keinen Beruf gewählt haben wie jeden anderen, sollte jedem klar sein. Bereit zu sein, schlimmstenfalls das höchste Opfer für seine Familie, seine Freunde, selbst für unbekannte Landsleute, für die Freiheit und Sicherheit der Deutschen, ja sogar unserer Bündnispartner zu erbringen, ist aller Ehren wert. Und das darf nicht nur ein Lippenbekenntnis von interessierten Politikern und kleinen Kreisen sein. Unsere Soldaten verdienen Respekt und Anerkennung ihres Dienstes von der ganzen Gesellschaft, für den sie ihn leisten. Angesichts der vielen Entbehrungen und hohen Belastungen, der sich Soldaten nicht nur im Grunddienst, sondern auch in Krisen und besonders natürlich im Einsatz ausgesetzt sehen, brauchen sie unser aller Unterstützung. Nicht nur der Dienstherr, nein, unsere gesamte Gesellschaft muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit sie nicht Fremdkörper sind, sondern notwendiger und geachteter Teil unseres Gemeinwesens. Was sie hingegen nicht brauchen, sind pauschale Unterstellungen und Verunglimpfungen, wie es bei den Linken lange Usus ist, wie es sich aber mittlerweile unter deren Druck bis ins vormals bürgerliche Lager hineinfrisst.
Der Beruf des Soldaten ist eben nicht nur ein Job, wie es mittlerweile vielfach dargestellt und beworben wird. Er braucht daher mehr sozialen Kit, Bräuche, Traditionen, Identifikation, so wie in jeder Armee der Welt. Geben wir also den Soldaten etwas, woran sie sich festhalten können, das ihnen Zusammenhalt und Orientierung gibt. Nicht nur eine finanzielle oder intellektuelle, sondern zuletzt auch eine moralische und emotionale Legitimation für ihr Handeln. Denn der reine Ordnungsrahmen, Material und Sold, auch der viel postulierte, abstrakte, sogenannte Verfassungspatriotismus reichen dafür nicht. Ein lebendiger, echter und gelebter Patriotismus, also die Liebe zu unserem freiheitlich-demokratischen Deutschland, mit all dem, was dieser Begriff umfasst, wäre ein besseres Motiv für unsere Soldaten, eine bessere Begründung für all ihre Opfer. Und nicht zuletzt wäre das Zulassen und Befördern dieser Art des anständigen Patriotismus der beste Schutz gegen jede Form des Extremismus. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Eberhard Brecht, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Dr. Höge, Frau Bundesministerin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. 45 Milliarden Euro gibt die Bundesrepublik Deutschland in diesem Jahr für Verteidigung aus. Das sind immerhin 9% des Gesamthaushaltes, und angesichts dieser enormen Summe tragen wir alle, das BMVG mit der Bundeswehr, das Bundeskabinett, der Deutsche Bundestag und hier insbesondere natürlich die Verteidigungs- und Haushaltspolitiker eine ganz besondere Verantwortung gegenüber dem Steuerzahler, aber natürlich auch gegenüber den Angehörigen der Bundeswehr. Der Bericht der des Wehrbeauftragten sollte aber nicht nur Mängel beschreiben, sondern auch durch die Nennung von Erfolgen die Entscheidungsträger der Bundeswehr zu weiteren Reformen ermutigen. Frau Bundesministerin hat einige dieser Erfolge schon benannt. Gesetzliche Verbesserungen für die Soldatinnen und Soldaten, von der Zulagenhöhe über Trennungsgeldregelung hin bis zu neuen PTBS-Therapieformen. Positiv zu bewerten ist auch, dass sich nach einem langen Abwärtstrend die Zahl der Neueinstellungen von Zeitsoldaten und freiwillig Wehrdienstleistenden stabilisiert hat, wenn damit auch die Personalmisere keineswegs behoben ist. Digitalisierung kann helfen, Effektivität und Schnelligkeit zu erhöhen. Die Bundeswehr macht in diesem Bereich nicht alles, aber vieles richtig. Und schließlich dürfen wir alle stolz darauf sein, dass es nun endlich eine rechtliche Grundlage für die Militärseelsorge der ca. 300 jüdischen Angehörigen der Bundeswehr gibt. Und nun sollten wir uns auch darum bemühen, auch wenn es schwierig ist, dass für die 3000 Soldatinnen und Soldaten muslimischen Glaubens eine ähnliche Regelung zustande kommt. Dagegen stehen die nun vom Team Bartels benannten Missstände. Ich werde jetzt auf das Thema Rechtsextremismus nicht eingehen. Darauf wird mein Kollege Dr. Feugentreu noch einige Worte verlieren. Aber nicht ungleich wichtig ist es, dass wir uns zu den anderen Fragen noch mal äußern. Es ist einfach nicht akzeptabel, wenn der Deutsche Bundestag zwischen 2014 und 2019 einem Aufwuchs des Einzelplan 14 von 32 auf 45 Milliarden zugestimmt hat, die Einsatzbereitschaft aber andererseits nicht nennenswert gesteigert werden konnte. Und dieser Missstand trägt nicht gerade dazu bei, die Bundeswehr für junge, motivierte Menschen attraktiv zu machen. Und ich bin auch ein Stückchen müde. Jahr für Jahr wird der Bericht des Wehrbeauftragten so kommentiert, die Einkaufspraxis ändert sich nicht und man kann am Ende diese Misere nur noch sarkastisch kommentieren. Die Bundeswehr leistet in der Corona-Krise zivil hervorragende Hilfeleistungen. Nun könnte man ja auf die Idee kommen, Pakete von Amazon und Co. per Luftfracht mit der Bundeswehr zuzustellen, um die am Limit arbeitende Logistikbranche zu unterstützen. Kunden, deren Paket mit dem Transportflugzeug A400M zugestellt wird, müssen sich dann allerdings auf eine Lieferzeit von 148 Monaten einstellen. Da wären alle jene Online-Shopper im Vorteil, die auf eine Zustellung mit dem Transporthubschrauber NH90 gesetzt haben. Sie erhielten ihre Express
Bestellung schon nach 134 Monaten. Das sind nämlich die gegenwärtigen Verspätungen beim vollständigen Einsatz der genannten Fluggeräte. Auch der Schützenpanzer Puma und der Kampfhubschrauber Tiger sind derzeit keine gefährlichen Raubtiere, allenfalls kränkelnde Hauskatzen. Der für die Gesundheit der Soldaten zuständige Sanitätsdienst befindet sich aufgrund massiver Materialdefizite selbst im Krankenstand. Und im Fall des seit 8 Jahren undichten Tauchzentrums im Marinestützpunkt Eckernförde scheinen die Verantwortlichen abgetaucht zu sein. Wenn man in wolkenreichen Nächten in den Winterhimmel schaut, wird man ohne Mühe das Sternbild des Orion erblicken. Nach dem P3CE-Fernaufklärer Orion wird man jedoch vergeblich Ausschau halten. Technische Risiken können nicht abgestellt werden, sodass wir in Zukunft am Nachthimmel anstelle des Orion nur ein schwarzes Loch, im militärischen Terminus eine Fähigkeitslücke erblicken werden. Hoffnungen gibt es für die Fregatten vom Typ F-125, von denen immerhin 2 inzwischen in den Dienst übernommen worden. Allerdings hinkt das Projekt auch hier stattliche 64 Monate hinter der Ursprungsplanung hinterher. Die Misere des Beschaffungswesens unserer Streitkräfte ist leider nicht nur Gegenstand parlamentarischer Debatten, sondern hat schon lange die deutsche Öffentlichkeit erreicht. So wird gefrotzelt, dass die kurzzeitig diskutierte Anschaffung eines europäischen Flugzeugträgers unrealistisch sei. Das sei ein solches Waffensystem nur eine Kombination der Gorch-Fock und des neuen Berliner Flughafens. Genug der Satire. Wir alle können kein Interesse daran haben, wenn Steuermittel nicht effektiv eingesetzt werden und das Ansehen der Bundeswehr beschädigt wird. Und ich habe durchaus Verständnis für die Besonderheiten bei der Materialbeschaffung des BMVG. Aber der Bundestag erwartet ein professionelles Vertragsmanagement mit definierten Leistungsmerkmalen, vorausschauender Ersatzteilbeschaffung, das auch Entschädigungen durchsetzen kann. Ich wünsche unserer Verteidigungsministerin Erfolg mit ihrer Initiative Einsatzbereitschaft und hoffe nur, dass im BMVG der Schwanz nicht mit dem Hund wedelt. Die zahlreichen Kritikpunkte im Bericht des Wehrbeauftragten 2019 haben alle etwas mit der Übernahme von mehr Verantwortung zu tun. So bedürfen viele Entscheidungen der Zustimmung parallel arbeitender Struktur. Offensichtlich hat hier der Workshop Innere Führung heute noch wenig verändert. Entscheidungen können aber auch beschleunigt werden, wenn die Verantwortung nach dem Subsidiaritätsprinzip von oben nach unten gegeben wird. Viele der langen Prüf- und Genehmigungsverfahren sind schlicht entbehrlich. Und wir sollten wieder zurückkehren zur klassischen Auftragstaktik. Was steht eigentlich der Einführung des von Hans-Peter Bartels vorgeschlagenen IKEA-Prinzips entgegen? Warum muss jeder Rucksack, jedes Handschuhpaar erst in funktionalen Fähigkeitsanforderungen definiert, vergeben, getestet, zertifiziert und über Jahre hinweg in der Bundeswehr eingeführt werden? Und weshalb sollte ein Küchenmeister nicht mehr Verantwortung übernehmen können? Wieso soll sein Verpflegungsplan nur 10% von der zentral gesteuerten Vorgabe abweichen? Mit einer Liberalisierung könnte er zum Beispiel mehr auf regionale Produkte zurückgreifen. Nur noch einige Bemerkungen zur Situation der Soldatinnen und Soldaten im engeren Sinn. Die Belastung der Bundeswehr wächst ständig weiter. Ende 2019 waren 17.500 Soldatinnen und Soldaten in Auslandseinsätzen gebunden. Die tendenzielle Verlängerung der Stehzeiten von 4 auf 6 Monate führt nicht nur zu einem Rückgang von freiwilligen Bewerbungen, sondern auch zu gesundheitlichen und sozialen Folgeerscheinungen. Also eine Einsatzdauer von 4 Monaten sollte daher wieder unser Standard sein, wobei hierbei in Verständigung mit den eingesetzten Soldatinnen und Soldaten auch flexible Lösungen denkbar sind. Sehr geehrte Damen und Herren, die aufgeführten Missstände sollten nun nicht etwa zu der Schlussfolgerung führen, dass diese einerseits ein 45 Milliarden Euro Budget nicht mehr rechtfertigen und andererseits offenbaren, die Bundeswehr könne den Schutz der eigenen Bevölkerung nicht gewährleisten und Verpflichtungen gegenüber den NATO-Partnern nicht nachkommen. Nein, trotz aller Defizite ist die Bundeswehr eine moderne Armee mit dem Anspruch auf eine qualifizierte Fürsorge ihrer Angehörigen.
Insbesondere bei den internationalen Friedensmissionen zeigen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr ihre Leistungsbereitschaft und Fähigkeit, die international und bei den Menschen vor Ort auch anerkannt sind. Trotz der genannten Mängel bei der Beschaffung genießen die NATO im Allgemeinen und die Bundeswehr im Besonderen auch hohes Ansehen bei den Bundesbürgern. Das Militär in einem demokratisch verfassten Gemeinwesen ist nicht nur auf den Rückhalt des Parlaments, wie eben von der Verteidigungsministerin genannt, sondern auch durch eine mehrheitliche Unterstützung der Gesellschaft zu sehen. Deshalb möchte ich auch im Namen der SPD-Bundestagsfraktion an dieser Stelle allen Angehörigen der Bundeswehr für ihren Einsatz danken, sei es hier in Deutschland, im NATO-Gebiet oder bei Friedensmissionen weltweit. Aber ich danke auch dem Team von Hans-Peter Bartels, das uns über Jahre hinweg ermahnte, die Reform der Bundeswehr als Daueraufgabe zu verstehen. Und unserer neuen Wehrbeauftragten, Frau Dr. Högel, wünsche ich sehr viel Erfolg bei ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit. Ich bedanke mich für Ihre Geduld. Da ist sie nochmal zu sehen, Kollege, Eva Högel, und sie ist die Anwältin als Wehrbeauftragte für insgesamt 265.000 Männer und Frauen, die bei der Bundeswehr derzeit ihren Dienst tun. Und Heimat, zu dem Antrag der Abgeordneten Martin Hess, Dr. Bernd Baumann, Dr. Gottfried Curio, weitere Abgeordnete und der Fraktion der AfD. Anti-extremistischer Grundkonsens in Politik und Gesellschaft, Rechtsstaat und Demokratie schützen, anti-verächten, Drucksache 19-13521 und 19-17197. Bekannt. Abgegebene Stimmkarten 638, mit Ja haben gestimmt 553, mit Nein haben gestimmt 85, keine Enthaltungen. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Und wir gehen das jetzt war noch weiter. Ein Nachtrag aus der letzten Debatte. Da ging es um zwei AfD-Anträge, beziehungsweise um einen, der namentlich abgestimmt wird. Einfach nochmal zur Vervollständigung. Die Fraktion der AfD ist der Ansicht, dass gewaltorientierter Linksextremismus besorgniserregende Steigerungszahlen aufweise und hat über diesen Antrag, in dem sie das formuliert hat, abstimmen lassen und den Bundestag aufgefordert, sich insbesondere auch von antifaschistischen Gruppierungen zu distanzieren. Sie haben das Ergebnis gehört. Dieser Antrag hat hier keine Mehrheit gefunden. Die ganz große, überwiegende Mehrheit der Fraktionen, das hat sich auch in der Debatte gezeigt, haben diesen Antrag der AfD abgelehnt. Die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten aber bedeutend sind. Dass die Mission Gazelle in Niger, um ein Beispiel zu nennen, endlich Teil des Mali-Mandats ist und damit explizit vom Bundestag mandatiert werden muss, ist auch ihrer Beharrlichkeit zu verdanken. Nun liegt diese Aufgabe in Ihren Händen, Frau Wehrbeauftragte. Wir dürfen an dieser Stelle noch einmal Ihnen zur Wahl gratulieren. Auch von Ihren zukünftigen Berichten erwarten wir, dass diese sich einzig und alleine an den Interessen der Soldatinnen und Soldaten orientieren, definitiv nicht an der Agenda Ihres Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, der ja keinen Moment auslässt, zu klären, dass er eben nicht an der Seite der Bundeswehr steht, sonst würde er sich nicht verweigern, die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten zu gewährleisten und entsprechende Mittel bereitzustellen. Meine Damen und Herren, nach wie vor ist das Material als Basis für die Einsatzbereitschaft trotz leichter Verbesserungen nicht zufriedenstellend. Grundsätzlich können nämlich Einsätze nur zulasten des Grundbetriebs und des Ausbildungsbetriebs durchgeführt werden. Durch Geschreie wird die Wahrheit nicht anders, meine Damen und Herren. Die zu geringe Einsatzbereitschaft liegt auch an den fehlenden Ersatzteilen und daran, dass Teile der Wartungsarbeiten und Instandsetzungsarbeiten nur durch die Industrie erfolgen kann, weil unsere Prozesse zu kompliziert sind. Frau Ministerin, wo sind Ihre Reformen? Und das ist eine Zwischenfrage. Nein, erlaube ich nicht. Vielen Dank. Ein Zustand, nicht traurig sein, ist alles gut. Ein Zustand, den wir angesichts der Rolle der Bundeswehr in der Welt nicht zu akzeptieren bereit sind. Meine Damen und Herren, die junge Generation hat heute ohne Scheuklappen ein großes Interesse an Sicherheits-, Verteidigungspolitik und auch an der Bundeswehr als Arbeitgeber. Und die erwarten eine gut ausgestattete und einsatzbereite Bundeswehr. Und meine Damen und Herren, das Thema Rechtsextremismus begleitet uns immer wieder, und ich sage das deutlich, viel zu lange. Die Regierung muss endlich handeln und diesen extremistischen Stall ausmisten. Und damit meine ich auch, herauszubekommen, ob es Netzwerke gibt, die von außen auf die Bundeswehr einwirken. Wir haben gestern gehört, dass ein Mitarbeiter des MAD
Informationen weitergegeben hat. Es ist schauerlich, die Vorstellung, dass in Sicherheitsdiensten solche Leute sitzen. Meine Damen und Herren, bei der Bekämpfung von Extremisten sind wir, Frau Wehrbeauftragte, an Ihrer Seite. Aber wir müssen bei dieser Diskussion, die wichtig ist, bitte immer im Auge behalten. Wir haben 182.000 Soldatinnen und Soldaten und die meisten, 99,9%, stehen mit beiden Beinen fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Und noch mehr, sie sind bereit, mit Leib und Leben unseren Frieden in Freiheit zu verteidigen. Ihnen gebührt unser großer Dank. Und dass auch viele davon erschüttert sind, was in ihren eigenen Reihen passiert, gehört heute auch deutlich gesagt. Meine Damen und Herren, es gilt aber auch unserer Truppe gegenüber das Versprechen, dass der Deutsche Bundestag die Rechtsextremisten aus der Truppe entfernen wird und auch ihre Strippenzieher entlarvt. Das ist unsere Aufgabe für all die, die für dieses Grundgesetz stehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Die Kollegin Hendricks hat um eine Kurzintervention gebeten, die ich nach längerem Nachdenken zulasse. Herr Präsident, Sie wissen, dass ich dieses Instrument nicht oft in Anspruch nehme. Frau Kollegin Strack-Zimmermann, Sie haben eben ausgeführt, der Fraktionsvorsitzende der SPD, Dr. Rolf Mützenich, sei nicht bereit, den Soldatinnen und Soldaten die notwendige Ausrüstung und Ausstattung zu geben. Hierzu bemerke ich, seit 2013 bis jetzt, ganz ohne Beteiligung der FDP, ist der Haushalt für die Bundeswehr von 32 Milliarden auf 45 Milliarden gestiegen. Und selbstverständlich hat der Kollege Mützenich den Haushaltsentscheidungen immer zugestimmt, wie sich das in einer Koalition gehört. Ich weise darauf hin, dass erhebliche Kürzungen in dem Zeitraum zwischen 2009 und 2013 erfolgt sind. In dieser Zeit war die SPD nicht in der Regierungsverantwortung. Es mag so sein, dass Sie das Thema ansprechen wollen, welches Kollege Mützenich nicht adressiert hat, nämlich das Thema der atomaren Teilhabe. In dem Zusammenhang darf ich Sie daran erinnern, dass der damalige Bundesaußenminister Westerwelle dafür geworben hat, die Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen. Die sind allerdings Bedingung für die atomare Teilhabe. Darauf will ich hinweisen. Frau Kollegin Strack-Zimmermann, Sie haben das Recht zu erwidern. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kollegin, es rührt mich, dass Sie Herrn Mützenich nicht verteidigen. Es rührt mich deswegen, weil die Dinge, die Sie auflisten, sind alle passiert, als Herr Mützenich noch nicht Fraktionsvorsitzender war. Das ist er jetzt, aber wissen Sie, die Stellvertreter lassen wir jetzt mal stecken. Er ist heute Fraktionsvorsitzender. Und es gibt keine Presse, die er auslässt, um ununterbrochen immer wieder gegen die Bundeswehr zu sprechen. Und wenn heute ein Fraktionsvorsitzender der SPD sagt, dass die Tornado-Nachfolge, wenn er diese infrage stellt, wenn er eine bewaffnete Drohne infrage stellt, von der er weiß, dass sie ganz alleine der Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten dient, dann hat das mit staatstragender Politik nichts mehr zu tun. Und lassen Sie mich eins sagen, richtig, Guido Westerwelle hat 2011 davon gesprochen, in dem ganzen Bundestag auf die atomare Teilhabe zu verzichten. Und das wurde vom Hause mitgetragen. Ich erinnere aber, die Zeit ist weitergegangen. Und 2014 hat Russland die Krim annektiert, ist in der Ostukraine eingefallen. Über 12.000 Tote und kein Mensch berichtet mehr darüber. Und genau deswegen ist es wichtig, als Schutz in Frieden und Freiheit, dass wir genau daran weiter festhalten, solange es ist, wie es ist und solange wir Einfluss haben wollen auf die NATO. Darum geht es. Wenn wir uns einrollen, ist unser Einfluss weg. Ich möchte das nicht, meine Fraktion möchte das auch nicht. Nächste Rednerin ist die Kollegin Christine Buchholz, Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, Frau Wehrbeauftragte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wehrbeauftragten, meine Damen und Herren.
Ich finde, es ist schon peinlich, dass die FDP hier die Debatte um den Jahresbericht des Wehrbeauftragten nutzt, um sowohl eine große Rede für die Aufrüstung und auch noch für die nukleare Teilhabe zu halten. Bitte lassen Sie solche Wahlkampfreden bitte hier sein. Die Belastung der Bundeswehr wächst weiter, so heißt es im Jahresbericht 2019, den der alte Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels verantwortet. Das ist kein Wunder. In diesem Jahr hat die Mehrheit der Abgeordneten bereits mehrere Auslandseinsätze der Bundeswehr verlängert, zwei allein diese Woche. Andere wurden ausgeweitet, beispielsweise der in Mali und der Sahelzone. Es sind die Soldatinnen und Soldaten und ihre Familien, auf deren Rücken die Ausweitung der Auslandseinsätze ausgetragen wird. Die Stehzeit im Einsatz wurde von 4 auf 6 Monate verlängert, und das, obwohl das die Belastung der Familien massiv verschärft und obwohl der Zusammenhang zwischen längerer Stehzeit und Alkoholabhängigkeit sowie psychischen Erkrankungen erwiesen ist. Die Gesamtzahl der psychisch erkrankten Soldatinnen und Soldaten steigt kontinuierlich. 2019 sind es laut Bericht schon 982 Soldatinnen und Soldaten. Die Dunkelziffer liegt sehr viel höher. Die Linke fordert die Bundesregierung auf, ziehen Sie endlich die notwendige Konsequenz, beenden Sie die Auslandseinsätze. Auch die meldepflichtigen Ereignisse im Zusammenhang mit Rechtsextremismus befinden sich erneut auf einem Höchststand. Darunter das Zeigen des Hitlergrußes, Sieg Heilrufe, rassistische und antisemitische Äußerungen und Schmierereien, Nazi-Devotionalien. Ein Unteroffizier sagte, Zitat, alle Juden müssten vergast werden, Zitat Ende. Er fragte einen Kameraden, ob man in der Neustadt noch, Zitat, Schwarze jage. Ein Gefreiter bewahrte in einem Spind unter anderem eine Fotografie einer Person in SS-Uniform, einen Nachbau von einer Wehrmachtsmaschinenpistole MP40 auf. Meine Damen und Herren, weltweit stellen sich derzeit Millionen Menschen gegen Rassismus in den Sicherheitsdiensten und gegen rassistisches und faschistisches Gedankengut. In der Bundeswehr wie in der Gesellschaft müssen Rassismus und Faschismus klar benannt und bekämpft werden. Denn wie gefährlich die Lage ist, das hat nicht erst der Waffenfund beim KSK-Soldaten Philipp S. gezeigt. Fahnder fanden neben nationalsozialistischen Devotionalien unter anderem ein Sturmgewehr und mehrere tausend Schuss, Pistolen und Gewehrmunition, Sprengstoff und Zünder. Wie groß muss der Druck im Kessel sein, wenn der KSK-Kommandeur im Mai einen Brandbrief an seine eigene Truppe schreibt und alle KSKler, die mit dem rechten Spektrum sympathisieren, auffordert, das KSK und die Bundeswehr zu verlassen. Er warnt, Zitat, tun Sie es nicht, das KSK zu verlassen, werden Sie feststellen, dass wir Sie finden und entfernen werden. Wie groß muss der Druck sein, wenn ein KSK-Hauptmann Anfang Juni an die Ministerin über Kadavergehorsam im KSK schreibt und über lang geübte Toleranz gegenüber rechter Umtriebe aus Angst vor Repressalien? Kollegin, wir begrüßen Buchholz, es ausdrücklich. Kollegin Buchholz, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der FDP-Fraktion? Ja. Frau Kollegin Buchholz, erstmal vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe Ihnen jetzt aufmerksam zugehört und ich habe auch nach 2, 3 Minuten den Eindruck, wenn Sie über die Bundeswehr und die Soldatinnen und Soldaten sprechen, dass Sie eigentlich ausschließlich über Menschen sprechen, die Sie für Rechtsextreme mit einem Alkoholproblem halten. Möchten Sie diesen Eindruck von den 180.000 Soldatinnen und Soldaten vielleicht korrigieren oder möchten Sie den aufrechterhalten? Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Kollege Faber, Sie haben sozusagen sich genau den richtigen Zeitpunkt in der Rede ausgesucht. Ich wollte nämlich gerade deutlich machen, wir begrüßen es ausdrücklich, dass Soldatinnen und Soldaten jetzt das Wort ergreifen und tatsächlich die Missstände ans Tageslicht bringen. Und das sage ich aus voller Überzeugung. Und dennoch, der Wehrbeauftragtenbericht erweckt hingegen den Eindruck, als hätte man das Problem KSK im Griff. Und das muss sich der alte Wehrbeauftragte, denke ich, auch sagen lassen. Er verweist vor allen Dingen auf dem MAD
Und heute lesen wir nun in der Zeitung über einen skandalösen Leck im MAD, denn ein Mitarbeiter soll Dienstgeheimnisse, gerade in diesem Fall, an einen KSK-Soldaten weitergegeben werden. Wir erwarten von der neuen Wehrbeauftragten, dass sie das Problem anpackt und nicht weiter beschwichtigt. Aber, meine Damen und Herren, die Linke sagt auch ganz klar, eine Geheimtruppe wie das KSK steht im Widerspruch zu Transparenz und parlamentarischer Kontrolle. Und sie bietet auch einen Nährboden für rechtes Gedankengut. Wir fordern als Konsequenz aus den Vorfällen, lösen Sie das KSK auf, und zwar ersatzlos. Ich möchte gerne weitere wichtige Punkte ansprechen. Die Zahl der gemeldeten Fälle sexueller Belästigung und Übergriffe stieg 2019 auf 345. Das ist inakzeptabel. Und schon wieder müssen wir über Fälle von überzogener Härte in der Ausbildung lesen. Erinnern wir uns an die jungen Soldaten, die vor fast 3 Jahren bei einem Übungsmarsch in sengender Hitze in Munster kollabierten. Einer von ihnen starb. Weitere sind für ihr Leben gezeichnet. Im letzten Jahr mussten 81 Rekrutinnen und Rekruten bei hochsommerlichen Temperaturen in voller Wintermontur eine Strecke mit Liegestützen und Laufanteilen absolvieren. 16 von ihnen meldeten sich wegen Dehydrierung beim Arzt, 2 mussten ins Krankenhaus. Wir finden das unerträglich. Mit solchen Ausbildungspraktiken muss aufgehört werden. Eine zentrale Aufgabe der oder des Wehrbeauftragten ist es, eine Ombudsinstitution für Soldatinnen und Soldaten zu sein. Der alte Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels hat auch immer wieder die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr ins Zentrum gestellt, einen höheren Rüstungshaushalt gefordert, was ja die FDP ganz besonders gut findet, aber nicht sie als Einziges, und zuletzt sogar noch die Beschaffung von Kampfdrohnen gefordert. Frau Högel, ich bitte Sie, rücken Sie die sozialen Probleme, die Wahrung der Grundrechte der Soldatinnen und Soldaten und den Kampf gegen rechte Netzwerke in den Mittelpunkt des nächsten Berichtes. Es ist eine Menge zu tun. Sagt Christine Buchholz für die Linksfraktion. Sie ist Mitglied im Verteidigungsausschuss. Und Sie sehen, Petra Paul hat jetzt hier die Sitzungsleitung als Bundestagsvizepräsidentin und ruft den nächsten Redner auf, Tobias Lindner für die Grünen, der Sprecher für Sicherheitspolitik. Vielen Dank, geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte auch im Namen meiner Fraktion, wenn wir heute über den Jahresbericht des Wehrbeauftragten 2019 sprechen, dem ehemaligen Wehrbeauftragten Dr. Hans-Peter Bartels ganz herzlich für seine Arbeit, für dieses Parlament und für die Soldatinnen und Soldaten danken und Ihnen, Frau Högel, in Ihrem neuen Amt alles Gute, vor allem viel Erfolg wünschen und Ihnen natürlich auch die Unterstützung meiner Fraktion hierzu anbieten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich mit dem leidigen Thema Ausrüstung anfangen. Vor 2 Tagen war in den Medien zu vernehmen, dass Deutschland im Moment rund 1,5% seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgibt, in diesem Jahr seine Ausgaben wohl auf 1,6% des BIP steigern wird, ein Wert, den sich die Bundesregierung als Ziel für das Jahr 2024 gesetzt hat. Und es war doch sehr still bei den Kolleginnen und Kollegen, vor allem aus der Union, die immer lautstark in den letzten Jahren nach dem 2-Prozent-Ziel an dieser Stelle gerufen haben. Denn ich glaube, auch der letzten Befürworterin und dem letzten Befürworter ist doch an dieser Stelle eines ganz deutlich geworden, wie absurd dieser Indikator für das Thema Lastenteilung und Zustand unserer Streitkräfte ist, um es mal ganz deutlich zu sagen. Es geht doch vielmehr darum, dass wir eine Verlässlichkeit brauchen. Die Soldatinnen und Soldaten haben eine Verlässlichkeit verdient, dass der Auftrag, den wir als Parlament der Bundeswehr geben, und die Ausstattung vernünftig zusammenpassen und dass beides realistisch gefasst wird. Planungen zu machen, meine Damen und Herren, Planungen zu machen, die sofort in sich zusammenbrechen, wenn die haushalterische Lage einmal anders wird, das ist kein verantwortungsvoller Umgang gegenüber den Soldatinnen und Soldaten. Und ja, es ist auch notwendig,
wenn man Prioritäten setzt, nicht nur zu sagen, was ist wichtig für die Truppe, sondern ich erwarte gerade jetzt vom Verteidigungsministerium auch zu sagen, was weniger Priorität im Zweifel hat. Und ich will einen letzten Punkt dazu sagen, es ist ja viel über das Finanzvolumen auch schon gesprochen worden. Wenn wir über die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr sprechen, dann müssen wir doch nicht über neues Material sprechen. Dann müssen wir über Hubschrauber sprechen, die nicht fliegen, über Schiffe, die nicht fahren können, über Panzer, die nicht funktionieren. Und da ist an den meisten Stellen nicht Geld das Problem, sondern die Prozesse dahinter, die Ersatzteilversorgung, das ganze Thema Instandhaltung. Und Frau Ministerin, wir begrüßen es ausdrücklich, dass Sie das zu einem Schwerpunkt Ihrer Arbeit in diesem Jahr machen wollen. Sie haben auf der Bundeswehrtagung im Frühjahr hier große Ankündigungen gemacht. Wir werden Sie am Erfolg dieser Ankündigungen messen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann eine solche Debatte heute nicht führen, ohne über das Thema Rechtsextremismus in der Bundeswehr zu sprechen. Und Frau Gramm-Karrenbauer, ich will zuallererst mal bei Ihrer Informationspolitik anfangen. Es ist ja schön, dass Sie auch auf Bitten meiner Fraktion am vergangenen Mittwoch im Ausschuss waren. Aber es kann doch nicht sein, dass wir Ihnen alles salamimäßig aus der Nase ziehen müssen. Da erfahren wir über die Presse von Waffenfunden und einer Durchsuchung beim Angehörigen des KSK. Dann erfahren wir über die Presse vom Brief des Oberst Greitmeier. Jetzt Brigadegeneral Greitmeier, müssen ihn uns auch öffentlich besorgen. Wir erfahren über die Presse vom Brief des KSK-Angehörigen Hauptmann J., müssen das Ministerium anschreiben, damit wir diesen Brief bekommen. Und wir erfahren gestern Mittag über die Presse, dass es offensichtlich ein Leck im militärischen Abschirm, den es gibt, der unter Umständen auch dazu geführt hat, dass Rechtsextremisten im KSK vorgewarnt waren. Das ist kein Umgang mit diesem Parlament, liebe Frau Gramm-Karrenbauer. Und ja, ich bin bei Ihnen. Haltung ist wichtig und Haltung ist unerlässlich. Und ich habe an Ihrer Haltung, die Sie letzten Mittwoch im Ausschuss gezeigt haben, nichts auszusetzen, um das ganz klar zu sagen. Aber Haltung allein ist nichts, wenn nicht Handeln daraus folgt. Und Sie haben hier jetzt große Ankündigungen gemacht. Ich bin gespannt, was Sie Anfang Juli ankündigen werden. Und das ist für Sie, ehrlich gesagt, dann auch die Stunde der Wahrheit im Umgang mit extremistischen Kräften innerhalb der Bundeswehr, Frau Ministerin. Es mag ja sein, dass der Waffenfund beim KSK-Angehörigen eine neue Qualität hatte. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, es braucht doch nicht erst das Auffinden von Waffen, Sprengstoff und Munition, um die Frage zu stellen, ob wir ein systematisches Problem in diesem Verband haben. Die berühmte Abschiedsfeier in der zweiten Kompanie mit Schweinskopfweitwurf und Hitlergruß, die war 2017. Und es war doch auch nicht der in vielen Fällen hochgelobte MRD, der das am Ende des Tages rausbekommen hat. Es waren Ehefrauen und Partnerinnen von Teilnehmern dieser Party, die den Mund aufgemacht haben und die zur Polizei gegangen sind. Und dadurch ist es rausgekommen. Auch das muss man mal an dieser Stelle in aller Deutlichkeit sagen. Und die Rolle des MRD, das kann ich schon ankündigen, die wird uns in den nächsten Tagen, glaube ich, noch eine Menge beschäftigen. Wir haben hier extrem ernsthafte Fragen. Ich will wissen, ob diese Informationsweitergabe ein Einzelfall war oder ob es nicht eine systematische Verbindung vorbei an allen Vorschriften, die es gibt für nachrichtendienstliche Arbeit, aus dem MAD ins KSK gab. Und es wäre jetzt wohlfeil, hier sofort über personelle Konsequenzen zu sprechen. Ich glaube, wir müssen über eine ganz andere Konsequenz sprechen und eine ganz andere Frage stellen, ob nämlich dieser MAD in dieser Ausstellung mit dieser Performance tatsächlich ein Partner ist und überhaupt in der Lage ist, gegen Extremismus in der Truppe vernünftig vorzugehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Wehrbeauftragte, wir danken für diesen Bericht. Wir werden ihn ernsthaft in den Ausschussberatungen ernsthaft damit auseinandersetzen, auch mit den zahlreichen Fällen, die darin geschildert sind. Und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Herzlichen Dank. Es entsteht immer eine kleine Pause zwischen den Rednern. Sie sehen das hier ganz gut eingefangen, weil nach wie vor das Rednerpult desinfiziert wird zwischen den einzelnen Redebeiträgen. Jetzt hören wir Anita Schäfer für die Unionsfraktion.
Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, sehr herzlich gratuliere ich Ihnen zu Ihrer Wahl. Auch im Namen meiner Fraktion. Es hat fast 40 Jahre gedauert, bis Claire Marienfeld in den Jahren 1995 bis 2000 die erste weibliche Wehrbeauftragte wurde. Seitdem sind 20 Jahre ins Land gegangen, bis wieder eine Frau gewählt wurde. Ich hoffe, dass wir später nicht erneut Jahrzehnte auf eine neue weibliche Wehrbeauftragte warten müssen. Denn während der Anteil der Frauen in der Bundeswehr dank der richtigen Maßnahmen des Bundesministeriums der Verteidigung stetig wächst, so wird auch in der Gesellschaft klarer, dass Frauen Verteidigung können. Deswegen ermutige ich nicht nur junge Männer, sondern besonders auch junge Frauen, ihr Wissen und ihre Talente in der Bundeswehr einzubringen und dort Karriere zu machen. Sehr verehrte Frau Wehrbeauftragte, an dieser Stelle möchte ich auch Ihrem Vorgänger Dr. Hans-Peter Bartels noch einmal für die zurückliegenden Jahre der engagierten Arbeit in diesem Amt danken. Ebenso danke ich den Mitarbeitern, die Sie heute begleitet haben, die lange Zeit auch den Herrn Dr. Bartels begleitet haben. Der Bericht des Wehrbeauftragten für das Jahr 2019, den wir heute debattieren, wurde noch unter seiner Federführung verfasst. Dr. Bartels hat angesichts der gesteigerten Anforderungen an die Bundeswehr stets die Bedeutung von Investitionen in Ausrüstung und Strukturen betont. CDU und CSU haben sich in den vergangenen Jahren erfolgreich für Steigerungen im Verteidigungsetat eingesetzt. Das Bundesministerium der Verteidigung hat außerdem neben bedeutenden Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch klare Leitlinien zur demokratischen Orientierung erlassen. Trotzdem ist es jüngst beim Kommando Spezialkräfte zu einzelnen Vorfällen gekommen, die dem Selbstverständnis der Bundeswehr als Säule unseres demokratischen Staates zuwiderlaufen. Die Ministerin hat sich dazu bereits geäußert, doch auch ich betone. Erstens, die Bundeswehr akzeptiert keine Extremisten in ihren Reihen. Zweitens, die CDU-CSU stehen fest an der Seite der Soldatinnen und Soldaten. Wir unterstützen sie dabei, die Probleme zu lösen. Ich danke der Bundesministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, dass sie das Thema sehr ernst nimmt und eine ministerielle Arbeitsgruppe eingesetzt hat, um Reformvorschläge auszuarbeiten. Die Bundeswehr ist ein lebendiges, aber auch lebenswichtiges Organ unserer Demokratie. Die Streitkräfte, das sind zum Beispiel die IT-Spezialistin, der Mechatroniker, die orthodoxe Christin, ebenso wie der jüdische Sanitäter. Diese Offenheit wollen wir weiter fördern und deshalb haben wir kürzlich die Einführung der jüdischen Militärseelsorge beschlossen, ergänzend zur evangelischen und katholischen. Denn die Vielfalt unserer Gesellschaft ist die Stärke der deutschen Bundeswehr. Ja, die Bundeswehr bezieht ihre Stärken aus der inneren Führung und der Bindung an den demokratischen Staat. Damit diese Stärke in den zahlreichen Verpflichtungen für Frieden und Stabilität umgesetzt werden kann, bedarf es aber auch einer angemessenen Ausstattung. Entgegen der Kritik im Bericht gibt es beim Materialzulauf Ergebnisse, die bei der Truppe sichtbar sind. Der Verteidigungsausschuss bearbeitet im Akkord 25 Millionen Vorlagen zur Beschaffung neuen Materials. Eurofighter, Mehrzweckkampfschiffe A400M und vieles mehr. Großprojekte wie der schwere Transporthubschrauber, die Tornado-Nachfolge und das taktische Luftverteidigungssystem entwickeln sich ebenfalls positiv. Auch bei langfristigen, zukunftsweisenden Projekten wie dem Future Combat Air System oder dem Main Ground Combat System schreiten wir voran. Ohne Frage. Gibt es etwa bei der Bereitstellung von Ersatzteilen noch Lücken? Wenn wir die Anregung des Berichts aufnehmen, müssen wir schauen, wie wir der Beschaffung die Effizienz schwedischer Möbelhäuser mit deutscher Gründlichkeit verbinden. Damit diese deutsche Gründlichkeit aber nicht durch
überbordende Bürokratie zur Last wird, haben wir bereits Initiativen gestartet, um beispielsweise Beschaffungsprozesse zu verbessern und zu verkürzen. Neben dem Digitalisierungsprozess sollen auch Genehmigungsverfahren von Bauvorhaben deutlich effizienter werden. Letzteres hatte ich hier im Parlament schon mehrmals angesprochen, will aber anhand eines Beispiels erneut darauf zurückkommen. In meinem Wahlkreis in der Niederauerbach-Kaserne Zweibrücken wird die Sanierung der Truppenküche wegen Schimmelbefall mehr als 10 Jahre dauern. Im Bericht des Wehrbeauftragten ist zu Recht geschrieben, dass im Bereich Infrastruktur viel passiert. Aber da geht noch mehr. Deswegen freue ich mich, dass unser parlamentarischer Staatssekretär Peter Tauber die Lage in der Kaserne bald persönlich begutachten wird. Liebe Frau Wehrbeauftragte, es ist eine gute Nachricht, dass wir uns einig sind, dass eine moderne und für die Aufgabe angemessene Ausstattung der Bundeswehr unser gemeinsames Anliegen bleibt. Denn die Bundeswehr muss unsere Bündnisverpflichtungen erfüllen können. Darüber hinaus haben die Frauen und Männer der Bundeswehr in den vergangenen Monaten im Rahmen der Covid-19-Pandemie Großartiges geleistet. Amtshilfe in Deutschland, Krankentransporte in Europa oder auch medizinische Schulungen in Mali. Dafür bin ich sehr dankbar. Die Corona-Krise darf jedoch kein Vorwand sein, notwendige Investitionen für die Bundeswehr auf die lange Bank zu schieben. Das Beispiel Zweibrücken zeigt, die Soldaten brauchen unsere Unterstützung heute und nicht morgen. Vielen Dank. Ja, beispielsweise unterstützt die Bundeswehr ganz aktuell den Kreis Gütersloh nach dem Corona-Ausbruch bei Tönjes. Ab heute sollen dort Soldaten helfen bei Tests. Bei Corona-Tests von mehr als 5.300 Mitarbeitern. So, jetzt hören wir als nächsten Redner hier in der Aussprache zum Jahresbericht des Wehrbeauftragten 2019. Fritz Felgentreu für die SPD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Bericht des Wehrbeauftragten erreicht uns in bewegten Zeiten. Die aktuelle Debatte um Rechtsextremismus findet ihren ausgewogenen Niederschlag. Bei aller berechtigten Sorge ist wichtig festzuhalten, was auch Frau Dr. Högel immer wieder betont. Für einen Generalverdacht gegen Soldaten und Soldatinnen besteht kein Anlass, weder in der Bundeswehr in ihrer Breite noch im Kommando Spezialkräfte im Besonderen. Rechtsextremismus ist ein gesellschaftliches Problem. Und die Bundeswehr ist ein Teil dieser Gesellschaft. Deshalb ist Rechtsextremismus auch ein Problem der Bundeswehr. Wo er sich festzusetzen droht, brauchen wir eine starke Antwort der wehrhaften Demokratie. Und weil sie der Waffenträger der Republik sind, gilt dieser Grundsatz in den Streitkräften doppelt und dreifach. Ich nehme aus dem vorliegenden Bericht 3 Botschaften an die Soldaten und die Soldatinnen der Bundeswehr mit. Die erste: Wenn Sie in Ihrem militärischen Umfeld mit Rechtsextremismus konfrontiert werden und ratlos sind, wie Sie damit umgehen sollen, dann finden Sie in der Wehrbeauftragten jederzeit eine Ansprechpartnerin mit offenem Ohr und großer Sachkenntnis. Sie sind mit ihren Sorgen niemals allein. Die zweite: Wenn Sie als fröhliche Staatsbürger und Staatsbürgerinnen in Uniform für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten, dann haben Sie die allermeisten Abgeordneten dieses Hauses und in unserem Auftrag die Wehrbeauftragte auf Ihrer Seite. Demokratie und Rechtsstaat sind großartig. Ihre Soldaten und Soldatinnen können sich jederzeit hoch erhobenen Hauptes dazu bekennen und sind auch herzlich dazu eingeladen. Die dritte Botschaft richtet sich an die Extremisten in den Reihen der Bundeswehr. Ihnen muss bewusst sein, dass Sie sich permanent im Zustand der Eidbrüchigkeit befinden. Sie haben der Bundesrepublik Deutschland Treue geschworen. Wer innerlich mit der Ordnung des Grundgesetzes gebrochen hat, ist zu treuem Dienst nicht in der Lage.
Deshalb gilt für Sie, warten Sie nicht, bis der Dienstherr die notwendige Konsequenz zieht und Sie aus der Bundeswehr entfernt. Kehren Sie in das treue Verhältnis zurück, zu dem Sie sich einmal bekannt haben. Oder gehen Sie von selbst. Liebe Frau Dr. Högel, mit diesen Botschaften sprach Hans-Peter Bartels und sprechen jetzt Sie für dieses Haus. Ich danke Ihnen dafür. Bei der Ausübung Ihres wichtigen Amtes wünsche ich Ihnen im Namen der SPD-Fraktion Erfolg, Freude und das Vertrauen der Menschen, für die Sie da sind, die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Das Wort hat der Kollege Alexander Müller für die FDP-Fraktion. Steht er schon bereit? Er ist im Verteidigungsausschuss der Obmann für die Liberalen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch in diesem Jahr berichtete der Wehrbeauftragte wieder über die bekannten Mängel, fehlendes Material und schlechte Einsatzbereitschaft. Das demotiviert unsere Soldatinnen und Soldaten, die von uns aus Respekt vor ihrer Arbeit wirklich bessere Ausrüstung verlangen können. Lassen Sie uns mit den Gründen beschäftigen, den Ursachen, warum es nicht besser wird. Dr. Bartels schreibt von der Überbürokratisierung der Bundeswehr, zu wenig Eigenkompetenz der Soldaten, eine innere Führung, die auf Fehlervermeidung statt auf den operativen Erfolg abzielt. All das müssen wir uns kritisch anschauen. Die Bundeswehr hat eine Kultur, in der Fehler bestraft werden und Auswirkungen auf die Karriere haben, aber Erfolge haben keinen Einfluss auf die Beförderung. Wir haben ein Anreizsystem, mit dem man unter allen Umständen fehlerfrei bleiben sollte, um Karriere zu machen. Wer etwas wagt, wer sich über die Maßen engagiert, um eine Mission zum Erfolg zu bringen, der wird dafür nicht belohnt. Modernes Projektmanagement geht aber anders. Teams bekommen Aufträge mit allen erdenklichen Freiräumen, um ihr Ziel zu erreichen. Dabei passieren natürlich Fehler, aber aus denen lernt man, das ist menschlich. Im Untersuchungsausschuss Berateraffäre zeigte sich zum Beispiel, dass etliche Menschen einen Rahmenvertrag kursorisch geprüft, aber nur für ihr kleines Stückchen Verantwortung übernommen hatten. Und das führte zu rechtswidrigen Vergaben. Ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel. In der Instandsetzung soll ein Fahrzeug repariert werden, aber es fehlt ein Ersatzteil. Bei Dienst nach Vorschrift steht das Fahrzeug 4 Wochen still, bis alle Teile überbürokratisch beschafft sind. Aufgrund gemachter Anreizerfahrung wird der Instandsetzer keine kreativen Ideen nutzen, um das Fahrzeug schneller wieder flott zu kriegen, obwohl er seine Kameraden unterstützen will. Er wird den sicheren Weg wählen und das Ergebnis sehen wir an der mangelnden Einsatzbereitschaft unserer militärischen Gerätschaft. In einer Gefechtssituation, in der das Fahrzeug dringend die Kameraden aus der Bedrohung rausbringen muss, fragt aber niemand nach der zentralen Dienstvorschrift. Da ist dann echte Kreativität gefragt, wie man das Fahrzeug auf schnellstem Wege wieder flott kriegt. Wir trainieren also falsch. Wir müssen doch unseren Soldatinnen und Soldaten auch eine Kultur vorleben, lösungsorientiert zu handeln, kreativ zu denken, auch Fehler akzeptieren, wenn der Missionserfolg damit dann gewährleistet werden kann. Wie schaffen wir das? Erstens. Wir müssen die Vorschriftenkataloge entbürokratisieren und deutlich abspecken, so wie der Wehrbeauftragte es richtig vorschlägt. Das können wir aber nicht von den Soldaten verlangen. Dieser Prozess muss hier von Berlin ausgehen. Zweitens, wir müssen der Bundeswehr eine Kultur implementieren, die Fehler akzeptiert, die Fehler nicht zu Karrierekillern macht und die vor allen Dingen den Projekterfolg nach vorne stellt und honoriert. Also Erfolge belohnen, aus Fehlern lernen. Drittens, wir müssen bei der Materialbeschaffung viel stärker auf verfügbare Dinge aus dem Regal zugreifen, statt immer die perfekt passende Goldrandlösung neu entwickeln zu lassen. Der Wehrbeauftragte nennt es das IKEA-Prinzip und auch damit hat er vollkommen recht. Wenn wir dieses Prinzip viel stärker umsetzen, dann kommen wir auch mit der Materialbeschaffung und der Einsatzbereitschaft schneller nach vorne. Frau Wehrbeauftragte, es gibt viel zu tun. Bleiben Sie dran und lassen Sie uns gemeinsam die Verbesserungen angehen. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun Dr. Reinhard Brandl das Wort.
Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, ich darf Sie herzlich in Ihrem neuen Amt begrüßen und wünsche Ihnen auch von Seiten der CSU-Landesgruppe alles Gute für Ihre wichtigen Aufgaben für unsere Bundeswehr. Und meine Damen und Herren, eigentlich wollte ich heute über den Bericht Ihres Vorgängers, Herrn Bartels, reden. Aber die Rede des AfD-Kollegen von Krono hat mich schon beschäftigt. Weil ich sage Ihnen eines, das Letzte, das wirklich Allerletzte, was die Bundeswehr braucht, sind Belehrungen von der AfD, wie sie mit Rechtsextremen in ihren eigenen Reihen umgehen soll. Das, was Sie heute hier gemacht haben und was Ihre Partei Tag für Tag praktiziert, nämlich zu versuchen, einen fließenden Übergang herzustellen von konservativen, patriotischen Denken bis hin zu rechtsextremen Gedankengut, ist doch genau das Gift, unter dem das KSK leidet. Aber meine Damen und Herren, der Übergang ist nicht fließend. Es gibt hier ganz klare, es gibt scharfe Kanten. Auf der einen Seite die Bundeswehr. Die Bundeswehr braucht Patrioten. Die Bundeswehr braucht Soldatinnen und Soldaten, die ihr Land lieben, die bereit sind, dafür zu kämpfen, die die Freiheit und das Recht des deutschen Volkes tapfer verteidigen. Das schwören Sie am Beginn Ihrer Amtszeit. Die Wehrbeauftragte hat vorher den Präsidenten des Bundesamts des militärischen Abschirmdienstes angesprochen. Das Vorwort seines Berichts steht unter dem Motto: Verfassungspatriotismus ist unser Beruf. Das Leitbild ist der Soldat, der Staatsbürger, für die Soldaten ist der Staatsbürger in Uniform, der mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes steht, die Werte und Normen verteidigt, aber dabei nicht blind irgendjemand hinterherläuft, sondern selber mitdenkt, den Mund aufmacht, wenn er sieht, wenn etwas falsch läuft, auch kritisch ist gegenüber der eigenen Truppe und auch gegenüber der Politik. Das wollen wir. Gibt es keine Verbote oder Denkverbote. Aber die scharfe Kante ist, Menschen, die sich über andere stellen, die für sich in Anspruch nehmen, zu sagen, was gehört zu Deutschland und was nicht, gehören nicht in die Bundeswehr. Menschen, die Geschichte verfälschen, die sich in der Tradition des Dritten Reiches sehen, gehören nicht in die Bundeswehr. Menschen, die Verschwörungstheorien nachjagen, sich Feindbilder konstruieren, totalitäre Fantasien planen, die gehören nicht in die Bundeswehr. Und meine Damen und Herren, das Problem beim KSK ist, dass es einige im Verhältnis zur Gesamtzahl des Verbandes wenige solcher Menschen gab. Und die vergiften und zerstören damit den ganzen Verband von innen heraus, weil sie die für die Bundeswehr so wichtige Kameradschaft, das Prinzip von Befehl und Gehorsam missbrauchen. Und meine Damen und Herren, das ärgert mich wahnsinnig. Denn gerade das KSK, es ist ja, sind unsere Elitesoldaten, die Besten, die wir haben, die wirklich bereit sind, Tag und Nacht, wenn ein Anruf kommt, eine Geisel befreit werden muss, in den Einsatz gehen, das Leben, bereit sind, das Leben für unser Land zu riskieren. Und ich bin stolz auf diese Soldatinnen und Soldaten. Und ich bewundere sie und habe Respekt. Und diesen Respekt sollen sie auch in der Gesellschaft erfahren. Und nicht, wenn sie irgendwo hingehen, immer mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht werden. Und deswegen, meine Damen und Herren, sind diejenigen, die darunter am meisten leiden, ja die Angehörigen des Verbandes selbst. Und ich danke der Bundesministerin dafür, dass sie so entschlossen vorangeht. Und auch der Wehrbeauftragten, die mit dieser schwierigen Aufgabe gleich am Anfang ihrer Amtszeit konfrontiert ist und, wie ich finde, auch die richtigen Worte gefunden hat. Ja, die Diskussion in den letzten Wochen lief auch an manchen Stellen etwas schief. Das KSK ist kein Sumpf. Es muss auch nicht ausgetrocknet werden. Sondern es gibt im KSK einige Giftkörper, die entfernt werden müssen, damit das Wasser wieder klar wird. Und bei allen Initiativen, die es jetzt hier in Berlin gibt, ich bin davon überzeugt, dass es am Ende dem KSK nur selbst gelingen kann, sich selbst zu reinigen.
dass es von außen nichts bringt, sondern dass es von innen herauskommen muss. Und ich hoffe, dass es diesem Verband gelingt, denn wir brauchen ihn dringend. Die Sicherheitslage erfordert leistungsfähige Spezialkräfte, wahrscheinlich in Zukunft mehr denn je. Und am Ende gilt, wie das Motto des KSK lautet, der Wille entscheidet. In diesem Sinne herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.